willkommen zum neuen Beitrag von finanzdiskurs.de. Heute zum Thema ABS. Gemeint sind Asset-Backed Securities, könnte ja aber auch was anderes heißen. Und wie immer habe ich meinen Kapitalmarktexperten Robi an meiner Seite. Und, Moin. Und was ist dieses ABS? Es ist also nicht Acrylnitril-Butadienstyrol, kurz ABS. Es hat auch nichts zu tun, in dem Fall zumindest, mit dem Antiblockiersystem. Apps könnt ihr auch nicht, zumal wenn man von den anderen Apps kommt. Aber all das ist nicht gemeint, obwohl es Überschneidungen gibt, denn das, wie wir feststellen werden, ist es auf jeden Fall ähnlich wie bei diesem Antiblockiersystem, vielleicht eine etwas verwirrende Grafik. Und zuweilen wurde es für massiv sexy gehalten, was da passiert, nachdem Alan Greenspan auf die Idee gekommen ist, dass es nämlich eine tolle Idee ist, diese Asset-Backed Securities einzuführen. Haben die sich verkauft im Finanzsektor wie geschnitten Brot und da hat dann eine ganze Menge Gier und Unvernunft eingesetzt und vielleicht war vieles, was da passiert ist, auch vorhersehbar, hat am Ende auf jeden Fall massiv dazu beigetragen, dass wir diese Finanzkrise 2008 erlebt haben. Und Robi hat uns da eine wunderbare Tapete mitgebracht, die er jetzt für uns erläutern wird. Ich bin ganz gespannt. Vielen Dank, Arne. Sehr gerne für den Sprechstein. Zuvorderst, da mag ich allerdings mal angemerkt wissen, dass ich diese Asset-Backed Securities auch ganz schmuck finde in der Weise, weil sie nämlich einen wesentlichen Mangel im der Kreditvergabe im amerikanischen Finanzsystem mal aufgedeckt haben oder zumindest den Mangel daran aufgedeckt haben. Auch wenn die Folge, die daraus entstand, vielleicht nicht ganz so witzig war mit Finanzkrise und Co. 2008. Aber was ist es nun eigentlich? Wir müssen uns vorstellen, dass es vor allen Dingen in den Staaten ganz viele Hypothekenbanken gibt und die natürlich Kredite ausgeben, was dann in der Bilanz der jeweiligen Bank eine Summe an Forderungen ergibt. So. Jetzt hat natürlich auch so eine Bank eine wesentliche Herausforderung und das ist das Thema Eigenkapital. Deutsche Banken als auch amerikanische Banken müssen einen gewissen Prozentsatz derjenigen Gelder, die sie ausgeben, dann auch real als Geld vorhalten. Aber irgendwann, wenn ich nur locker Kredite rausgebe, ist das Verhältnis irgendwann erschöpft. So. Und dann kam eben jener Alan Greenspan also war ja Notenbankchef und hatte eine an sich relativ spannende Idee, dass man ja diese Summe an Forderungen verbriefen könnte, quasi einen Bond auflegt und ich beispielsweise diese verbrieften Forderungen sage, okay, ich habe da ein Paket geschnürt und sage, wenn andere Leute dieses Paket kaufen, kriegen sie 3% Guthabensverzinsung. So, was ist passiert? Diese verbriefte Forderungen wurden verkauft und die Bank hatte wieder eine Summe an Verbindlichkeiten im Portfolio und damit neues Eigenkapital, um wiederum neue Kredite auszugeben. Und dieser Kreislauf, ganz witzig, und schlussendlich das auch das, was die Finanzwelt daraus gemacht hat, war die Idee von Asset-Backed Securities, neues Eigenkapital in die Bilanz der Banken zu spülen, per se vielleicht an sich eine sehr, sehr gute war, nur was der Finanzmarkt dann daraus gemacht hat, eine sehr, sehr schräge war, weil dieser Kreislauf, sich ständig neues Eigenkapital dadurch zu erzeugen, indem man die Forderungen hat, verbrieft und einfach am Kapitalmarkt verkauft, nicht einmal, nicht zweimal und auch nicht dreimal durchlaufen wurde, sondern eher sechs, eher sieben oder eher achtmal, bis schlussendlich keiner mehr wusste, wer denn eigentlich jetzt der ursprüngliche Konfetti. Wer denn jetzt eigentlich der ursprüngliche Mensch ist, der den Kredit mal sich gekauft hat, um beispielsweise sein Haus, seine Wohnung oder was auch immer zu finanzieren. Und um jetzt nochmal den Kreis zu schließen und den wesentlichen Mangel am amerikanischen Immobilienmarkt aufzuzeigen, weil die Finanzkrise war eigentlich keine Finanzkrise, sondern eine Immobilienkrise, nur ausgelöst eben durch diese Asset-Backed Securities, weil sie eben auch in Deutschland durch die Sparkasse an die schwäbische Hausfrau verkauft wurde oder durch die Hypo Real Estate im großen institutionellen Rahmen gekauft oder verkauft wurde. Und die Krux besteht halt nur dann darin, dass der amerikanische Anleger per se immer davon ausgeht oder immer davon ausging und wahrscheinlich immer noch davon ausgeht, dass die Immobilienpreise in den amerikanischen Vereinigten Staaten, in den USA, Vereinigten Staaten von Amerika, in den USA immer steigen.
Das funktioniert solange das in der Tat auch ist. Nur witzigerweise kam es irgendwann mal dazu, dass die Immobilienpreise nicht mehr steigen. So, und der gemeine amerikanische Bürger nun so, oder die Kreditvergabe und der gemeine amerikanische Bürger nun eine Einstellung hatten, sich eine Finanzierung nicht zu 100% und vielleicht nicht auch zu 90% mit ein bisschen Eigenkapital ins Haus zu holen, sondern das Haus, was sie sich mal kaufen, zu 110, zu 120, zu 130% beleihen, um dann nicht nur das Haus, sondern vielleicht auch noch die Küche und das Auto und den Studienkredit für den Sohn gleich mit zu finanzieren, weil die Immobilienpreise steigen ja immer. Und dann würde es alles schon gut gehen, weil ich kriege ja das Haus wieder vernünftig verkauft und damit auch die Kreditfinanzierung wieder los. Und das Witzige am amerikanischen Markt teilweise war sogar auch, dass die Leute gar nicht getilgt haben, sondern einfach nur über die Jahre die Zinsen abgezahlt haben. So. Was passiert jetzt aber, wenn nicht nur ein und nicht nur zwei, sondern plötzlich mal 10.000, mal 100.000 oder vielleicht sogar 1 Million Bürger davon ausgehen, dass die Immobilienpreise steigen, und das machen sie nicht mehr. Und plötzlich können sie ihre Immobilien nicht mehr abzahlen. Und damit fällt die grundsätzliche ursprüngliche Forderung der Bank tatsächlich raus. Und der ganze Kreislauf bricht zusammen, nicht weil ein Mensch plötzlich seinen Kredit nicht mehr zahlen kann, sondern weil eine Unmengenanzahl der Leute, die in Amerika eine Hausfinanzierung durchgeschoben haben, plötzlich ihr Haus nicht mehr abzahlen können. Und dann fällt das ganze Kartenhaus zusammen und eben ob sie vernünftig war, lasse ich mal dahingestellt sein, aber die gute Idee von Alan Greenspan, neues Eigenkapital in die Bilanz der Banken zu spülen, plötzlich nicht mehr existent ist, weil die Grundforderung gar nicht da ist. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mag den Stachelstab wieder rüberreichen. Vielen Dank. Zumal also in den USA vielleicht noch beizufügen ist, das mit dem Insolvenzrecht auch ganz witzig. Dadurch ist ja eine Immobilienkrise geworden. Die Leute, die sich die Finanzierung nicht mehr leisten konnten, haben dann einfach den Schlüssel für ihr Haus bei der Bank abgegeben. Die Bank wollte die Immobilie aber eigentlich gar nicht haben. Und auf einmal haben das ganz viele auf einmal gemacht. Angebot und Nachfrage, ganz viele Immobilien, der Preis sinkt. Und dann wurde das auf einmal so ein Teufelskreislauf. Und geht eben zurück eigentlich auf eine zu laxe Vergabe von Krediten an Menschen, die vielleicht den Kredit nicht hätten bekommen dürfen. Und diese Asset-Backed Securities, also dieses Bündeln von Krediten und dann am besten noch zerschneiden und geratet, also macht es eben unglaublich untransparent. Und ich weiß auch nicht, ob die institutionellen Anleger, die Dinger gekauft haben, verstanden haben, was da eigentlich dahinter steckt. Und wir lernen eben mal wieder, kaufe nur, was du verstehst. Und ein Risiko wird halt nicht kleiner, wenn man es irgendwie intransparent macht und irgendwie versteckt und bündelt. Und insofern hoffen wir, obwohl die Dinger schon wieder verkauft werden, dass wir in so einen Kreislauf nicht mehr reinkommen. Und haben jetzt also verstanden, was dieses ABS zumindest auch sein kann.